Die Digitalisierung der Bildung ist auch ein Angriff auf das Bildungsbürgertum. Weil die Privilegien, die wir gerade in der westlichen Welt selber erfahren haben, an unsere Kinder weitergeben können, Zugang zu guter Bildung, auch persönlich zugeschnittene Bildung, das mag der Nachhilfelehrer sein oder der Sprachurlaub in den Sommerferien, das Netzwerk, was dadurch entsteht, man war an der richtigen Institution, das hilft im Lebenslauf, dass alle diese Dinge an Bedeutung verlieren, beziehungsweise dass die Privilegien verschwinden, in dem Sinne, dass andere dank der Digitalisierung jetzt auch in den Genuss kommen. Zugang zu herausragender Bildung haben, zum Beispiel über MOOCs, Lernsoftware kann personalisieren in einer Art und Weise, wie das bisher vielleicht nur der privat bezahlte Tutor konnte. Und wenn dann große Plattformen entstehen, die erst Kompetenzen messen und dann das Matching zum Job vornehmen, dann haben plötzlich Leute eine Chance auf eine berufliche Karriere, die vorher nie eine Chance gehabt hätten. Und dieses Schwinden der Bedeutung dieser Privilegien, die wir hatten, und das Wachsen dieser großen Chancen global, eben weit über die Europa und die USA hinaus, das greift uns als Bildungsbürgertum an. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ja, und nicht nur die Frage stellen, wie kriegen wir die Kompetenzen, wie überleben wir im digitalen Zeitalter. Ja, das, was Humboldt mal für Deutschland wollte, gute Bildung für alle, das macht Digitalisierung jetzt auf globaler Ebene möglich. Und das bedeutet mehr Mobilität, mehr Chancen, aber natürlich auch mehr Risiken für die, die bisher die Chancen hatten. Digitalisierung ist eine Herausforderung für die Hochschulen. Ich glaube, der erste Schritt ist zu erkennen, dass es nicht darum geht, eine digitale Kopie des bisher Analogen zu kreieren. Also es bringt nichts, eine Vorlesung abzufilmen und ins Internet zu stellen. Ja, das hat nur minimale Effekte. Die große Herausforderung wird das sein, was die Amerikaner als Unbundling bezeichnen. Bisher übernimmt die Hochschule ja im Bündel eine unglaubliche Menge an Aufgaben. Sie wählt die Studierenden aus, sie überlegt sich, wie das Curriculum aussehen soll, sie konzipiert die Lehre, sie lehrt, sie prüft, sie zertifiziert und wenn sie gut ist, hilft sie den Studierenden als Absolventen dann hinterher auch noch den Übergang in den Jobmarkt, sie vermittelt Praktika. Ein Riesenangebot. Was wir heute sehen, dass bestimmte Segmente als Teil dieses Bündels rausgelöst werden. Da gibt es zum Beispiel Hochschulen oder Plattformen, ja, gerade aus Kalifornien, die viele Lehrangebote bereithalten. Und da muss ich eine Hochschule überlegen, muss ich eigentlich noch alles selber lehren? Dann gibt es andere, die testen Kompetenzen. Da muss ich für eine Hochschule die Frage stellen, welche Rolle habe ich denn, wenn ich nicht mehr zertifiziere und andere? Unterrichte ich dann hinterher nach fremden Standards? Und hier eine Strategie zu finden, sich ein Profil zu geben, welches wiedererkennbar ist, welches Mehrwert stiftet, ist eine riesige Herausforderung. Das kann sein, dass ich das Profil erstklassiger Betreuung und Tutoring habe, aber weniger jetzt selber die Lehre in jedem Spezialfach noch anbieten möchte. Es kann aber auch sein, dass ich sage, ich bin eine Hochschule, die in einem bestimmten Segment oder in der ganzen Breite einen solchen Schatz an Lehrkonzepten und Lehre habe, dass ich Produzent werde von Lehre und vielen anderen in der Welt meine Lehrangebote, meine Vorlesungen, meine Lernsoftware anbieten kann. Und das zeigt, wie groß das Spektrum ist zwischen Tutoring, Betreuung, bis hin zum Produzent von Lehrinhalten. Und eine Hochschule wird in Zukunft, zumindest die allermeisten, nicht alles gleichermaßen machen können. Und die Digitalisierung bricht eben dieses bisher Gebündelte auf, das Unbundling, erlaubt anderen bestimmte Segmente zu übernehmen. Und ich muss mir als Hochschule überlegen, welches Segment ist für mich das Wertvollste. Big Data in der Bildung hat riesige Chancen und genauso große Risiken. Die Chancen sind, Tausende, Zehntausende und Hunderttausende von Studenten haben vorher ihren Weg durch Studium und Studienfächer versucht zu finden, haben dabei Rückschläge gehabt und Erfolge gehabt. Warum kann ich nicht aus den Erfahrungen all der anderen, die vorher das durchgemacht haben, lernen? Big Data würde genau das ermöglichen. Ja, es würde mein Profil abgleichen mit den Erfahrungen von Hunderttausenden von anderen und mir manche Sackgasse ersparen. Manchmal sind Sackgassen auch gut, aber manchmal sind sie eben schädlich. Und ich könnte dann informierter Entscheidungen treffen. Ja,
welches Studienfach für mich das Richtige ist, welches Kurs für mich der Richtige ist, was ich später mit irgendeinem Kurs oder einer Spezialisierung machen kann. Das sind die Chancen von Big Data, dass die Erfahrungen nicht brach liegen, die andere gemacht haben, sondern mir zur Verfügung stehen. Die Risiken wären, wenn mein späterer Arbeitgeber meinen Lernpfad irgendwie zurückverfolgen könnte und sich sagen könnte, ja, also Leute, die in der 7. Klasse in Englisch Probleme hatten, ja, die sind statistisch wahrscheinlich im Alter von 45 ein Burnout zu haben, so einen stellen wir gar nicht an. Das gilt es zu verhindern. Und was wir brauchen, ist nicht eine Diskussion um noch mehr Datenschutz über das Sammeln und Speichern und ob ich die 2 oder 3 Jahre lang aufheben kann, die Daten. Die Daten entstehen sowieso beim Lernen. Was ich brauche, ist eine Diskussion über Datensouveränität. Diese Daten gehören mir als Lerner. Und wenn ich möchte, dass meine Mathematik-Lerndaten jemand anderen zur Verfügung gestellt werden, damit der mir eine Prognose für mein Studium abgibt, ist das meine Entscheidung. Aber genauso möchte ich verhindern können, dass ein Arbeitgeber oder irgendwer anderes diese Daten in die Hand bekommt. Wir brauchen diese Diskussion über Datensouveränität. Wenn wir nicht eine ordentliche Regelung dazu haben, ja, dann verlieren wir die Kontrolle über die Daten und dann fangen die an, uns zu beherrschen, als dass wir Informationen bekommen über die Erfahrung anderer, die nützlich gewesen wären. Perfekt, Rega. Vielen Dank. Super.